Eskalation, Bassett Reprint, Oktober kommt er in Japan und später Herbst in Amerika. Offizieller Verkaufspreis umgerechnet $270 japanisch. Und wir schauen jetzt mal, ob sich das lohnt. Ja, ist das eine Goldgrube, ist das ein Investment wert oder nicht? Wir schauen uns alles an, Englisch. Und dann bis zum Ende müsst ihr euch das anschauen. Krasse Statistiken über Englisch versus Japanisch. Vom Reprints haben wir hier in dem Video. Aber schauen wir uns mal die neuen Holofoils an und was da alles jetzt so geboten wird. Das erste, was wir hier haben, ist mal so ein Bild. Das ist das Set quasi, die Karten sind nicht legal, das wisst ihr. Und wir haben jetzt hier quasi Bilder bekommen von, ja, wie die ganzen Dinge ausschauen. Hier mal das Bisasam. Gehen wir mal ran an das Ganze. Wie ihr seht, ist das hier etwas anders als das Japanische. Wir haben auch hier Sterne oben, wenn ihr hier schaut. Also auch bei der englischen Version. Da haben wir hier das Pizza Knosp, auch hier ganz leicht zu sehen, hier ein Stern, aber es sind nicht diese ganzen Sterne wie beim japanischen Reprint, die wir uns aber auch anschauen werden, keine Sorge. Dann haben wir hier das Pizza Floor und ja, ich meine, die News haben wir schon lange. Was ich hier spannend finde, ist, wenn ihr hier schaut, da haben wir zum Beispiel auch hier einen Stern durchgeprintet bei der Karte hier und ja. Auch interessant natürlich, dass der Hintergrund unterschiedlich ist. Also der Hintergrund dieser Karten ist nicht wie dieses normale Pokémon oder auch auf Japanisch. Es ist so ein neutraler Hintergrund, wie wir ihn quasi hier sehen können. Wenn ihr hier schaut, da haben wir hier diesen Hintergrund bei den Karten. So schauen die nachher aus, je nach Deck, was man spielt. Also schwarz, grau und dunkelgrau gibt es, soweit ich das mitbekommen habe. Und wenn wir weiter schauen, so ein bisschen in die Karten, dann haben wir jetzt hier die japanischen und meiner Meinung nach sieht man hier die Sternchen etwas schöner. Und wir haben hier auch diesen Goldrand, der extrem glitzert auf Japanisch. Und den haben wir bei uns anscheinend nicht. Das ist mal ein großer Unterschied, dass die japanischen Karten jetzt mal auch hier mit dem Rand glitzern. Was ich persönlich jetzt eigentlich besser finde, ja. Also da haben sie die japanischen Karten wieder etwas schöner gemacht als die von uns. Auch hier das Glurk natürlich. Ich meine, wir gehen nachher noch auf die ganzen Glurk-Reprints ein, auf Japanisch, weil es ist Englisch. Und die Japaner wissen einfach, wie man diese Dinge hier interessanter gestaltet. Ja. Schauen wir mal hier, dann wir quasi hier, wenn ihr hier schaut, neue Setnamen, also Ziffer 03032. Also die japanische Karte schaut nochmal vielfaches gelungener aus, aber meiner Meinung nach nicht so gelungen wie das 25th Anniversary. Generell, dass die Starter auch dabei sind, finde ich schön, aber wie gesagt, die japanischen da besser. Dann haben wir hier noch die englischen Shigi-Karte hier. Wir haben die Shiloh-Karte und das Turtok. Also meiner Meinung nach werden die englischen Karten hier nicht so spannend sein. Es gibt einfach zu viele. Ihr habt das gesehen bei Celebration. Wir schauen uns das nachher auch genau an. Also das ist mal der Unterschied zwischen Japanisch. Dann wieder das Chanera. Auch hier die Karte ist jetzt nicht mehr so spannend. Da gab es ja auch schon Prints eigentlich. Sichlor haben wir auf Japanisch hier, Spoiler. Aus dem Dschungelset. Energiekarten haben wir das Zapdos. Da bin ich mal gar nicht sicher, wo das her ist. Gab es das schon? Wie kommt dieser Artwork nicht bekannt vor? Vielleicht weiß es jemand von euch, wo die originale Karte her war. Das wäre interessant. Und ja, Energiekarte haben wir. Das Articuno von Fossil Set ist auch dabei im Wasserdeck. Oder ist das im Wasserdeck dabei? Ich glaube schon. Und Double Energy und den Professor Eich haben wir auch dabei. Also. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Wizard of the Coast Sets, aber nicht nur. Und da muss man halt schon sagen, okay, die Reprints hat mich schon kritisiert, dass es zu viele sind. Aber schauen wir jetzt mal hinein, was eigentlich die Reprints bis jetzt getan haben. Und wir werden da ableiten, ob das ein Investment wert ist oder nicht. Wenn wir hier schauen, wir haben jetzt ein bisschen Fluff und Celebration und ja, wir haben 7410er. 11.000 insgesamt gecreated und wenn wir hier schauen, wir haben hier gestartet bei 700 und dann ging es runter letztes Jahr Juni auf 100 und mittlerweile ist eine PC 10, ja kein Witz, auf $44. Also da ist echt nichts zu holen. Ich sage jetzt mal roh die Karte, sagen wir 8 Euro, wenn es ein guter Tag ist. Wir creden sie für 20, sind auf 28, ist das Premium hier bei einer 10. Dass sich ehrlich gesagt noch weiter runter gehen, also das hat sich gar nicht gelohnt. Vor allem die englische Version. Dann haben wir das Turtok, hier sind 12.000 gegradet und das Diagramm schaut ganz genau gleich aus wie beim Bisa Floor.
Auch hier sind jetzt bei 49, also unter 50, 44 waren Verkäufe hier. 8.010er, 4.009er. Also das sind, glaube ich, eindeutige Worte, oder nicht Worte, eindeutig hier abzulesen, dass die Reprints nicht krass waren. Auch hier ist Celebration Glock 12.000 gecreated in der 10. Das heißt, extreme Zahlen. Und auch hier ist das Diagramm sehr ähnlich, aber das haben wir 213 eine Piece 10 und ungecreated 94. Also die Piece 9 war stabil, die 10er eigentlich auch, aber auch mit einem leichten Trend nach unten. Ganz, ganz minimal. Wenn wir es vergleichen mit Evolution Reprint, da ist das folgt, das sind 32.000 gecreated. Davon sind 18.000 eine 9, 480 eine 10. Die geht auch tendenziell nach unten. Und da sieht man auch schon, ich glaube, das hier wird immer der krasseste Business Reprint bleiben, vor allem auf Englisch, weil das so schwer zu graden ist. Aber auch hier sieht man, dass es runtergeht. Und wenn wir es vergleichen, das Japanische, was ich hier krass finde, ist, dass wir haben 13.010er, wenn ihr schaut, 709er. Und wenn wir das vergleichen mit den Celebration Glurk, den englischen, dann sind es da 12.000. Also die Karte auf Japanisch ist eigentlich in einer 10 häufiger als das Glurk von Celebration. Und trotzdem ist diese Karte hier, die am Anfang gleich viel gekostet hat, gestiegen auf 500 derzeit. Und da könnte man schon davon ausgehen, oder man könnte postulieren, entweder sind japanische Karten zu gehypt, weil das Celebration Glock eigentlich seltener ist wie das japanische, oder die Sammel-Community hat sich einfach entschlossen, dass die japanischen Karten interessanter sind als die englischen Karten. Ja, das ist das, auch was wir eigentlich abgeleitet haben in den letzten Monaten, wo man vielleicht einfach zustimmen muss, dass derzeit einfach Leute auf Japanisch übergehen, weil sie einfach Angst haben von den Übersättigung von englischen Karten, vor allem was die Pullraten angeht. Wir sind jetzt bei Rule of Black Flame versus Obsidian Flames. Obsidian Flames wird, glaube ich, eine 50€ Karte sein und Rule of Black Flames wird über 400 bleiben, kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir nachher noch hier schauen, das 20th Anniversary 2016 Expansion Pack, da haben wir 4000 PS10 und die Karte ist auf 300. Also auch eine Erklärung könnte sein, dass vielleicht hier bei dem Glurk diese Krone aufgesetzt worden ist. Die wisst ihr ja, weil bei der Karte diese Krone hier ist, glaube ich, schon etwas sehr Einzigartiges. Und auch hier, ich meine, die 20th Anniversary Karte ist 5000 Population, die auf 13.000. Trotzdem ist dieses Glurk hier so extrem teuer. Das ist, glaube ich, aber auch schon jetzt so ein Ding, wo man sagen kann, okay, wenn wir uns das anschauen, dann werden die, glaube ich, auch hier wird es ähnlich sein. Ich denke, dass die englischen Karten nicht investbar sind, aber dass die japanischen zum Investment sein werden, vor allem das Glurk. Das wird die Karte sein. Aber es ist auch zweifelhaft, ob diese Karte hier gegen das 25th Anniversary Set dagegenhalten kann, weil das Glück mit der Krone halt schon eigentlich eine große Besonderheit ist. Ja. Like das Video, Freunde, und lasst mal eure Meinung da bezüglich Englisch, Japanisch. Wird das ein Investment sein? Auf Japanisch möglicherweise, auf Englisch würde ich sagen, kommt auf den Print an. Aber wenn die das genauso oft printen wie alles andere, dann sehe ich schwarz bei dem Item. Wird auch wird witzig sein als Gadget, vielleicht die vielleicht das Glurk immer noch nicht haben, aber heutzutage, ich glaube, jeder hat die Glurk Artwork zu Hause. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die die Glurk Karte immer noch nicht zu Hause haben. Ja. Das kann ich mir einfach schwer vorstellen, da die Karte einfach so ikonisch ist und sie jeder mittlerweile hat. Ja.